means war! Peace, Leute, keinen Krieg, aber wir bauen heute ein Kriegsvehikel, nämlich einen Panzer. Und das ist eine ganz persönliche Premiere für mich, denn der Panzer hier kommt von der Firma Kasi und von denen hatte ich bisher noch nie ein Set gebaut. Das ist die Setnummer KY82010. 1193 Teile haben wir hier insgesamt und wir bauen den Panzerkampfwagen 4 der deutschen Armee, wie das aussieht. Ich bin schon sehr auf die Minifiguren gespannt. Die sehen schon etwas sehr nach Lego-Minifiguren aus. Aber mal schauen, ob die sich genug unterscheiden. By developing intelligence and inspiring potential, cultivate creative talents of the future. Ja, das steht hier oben drin, was auch immer das bedeuten soll. Auf jeden Fall, da steht es nochmal auf Chinesisch, denke ich. Auf der Oberseite sehen wir einmal ein Foto des Panzers. Wir sehen, dass wir hier den Turm wohl um 180 Grad drehen können, dass er 36 cm lang und 14,5 cm hoch sein wird. Tja, hier unten drunter ein Haufen China-Schriftzeichen, chinesische, kann ich nicht lesen. Hier steht nochmal Panzerkampfwagen 4 und hier steht nochmal Panzerkampfwagen 4. So, das hätten wir dann geklärt. Die Rückseite, die bietet nochmal im Prinzip alle Funktionen, nochmal hier die Größe. Wir sehen, dass wir hier was hochklappen können, da können wir was hochklappen, das können wir abnehmen. Innen drin wird auch ein bisschen was zu tun noch sein und was hier steht, keine Ahnung, macht einen Screenshot, jagt den Google-Übersetzer drüber. Ich kann es euch nicht verraten, Freunde. Auf jeden Fall können wir jetzt mal anfangen, das Ding auszupacken. Und ich bin gespannt, ob wir überhaupt eine Bauschrittnummerierung haben oder ob hier alles kreuz und quer durcheinander drin liegt. Ich bin echt gespannt. Es ist immer schön, wenn man irgendwie mal was von einer Marke auspackt, die man noch nie hatte. Da gibt es also immer doch mal die ein oder andere Überraschung, positiv wie negativ. Und hier finden wir einen Karton im Karton. Das ist ja mal interessant. Tja, tatsächlich, wir haben hier nochmal einen kompletten Karton in diesem Karton. Also, das war der hübsche da hinten. Und jetzt kommt der zweckmäßige. Schneiden wir den auch nochmal flott auf und werfen einen Blick hinein. Jawohl, da sind unsere Tütchen. Tja, das sieht auf den ersten Blick sehr überschaubar aus. Was haben wir denn hier? Ein paar Aufkleberchen, aber das hält sich doch sehr in Grenzen. Hier steht nochmal Panzerkampfwagen 4, dann die 923 und das Kreuz. Dann haben wir, schauen wir mal, wie es aussieht, keine Bauschrittnummerierung, Leute. Da ist interessant hier, Knistertüte. Knistertüte, okay. Also wir haben hier insgesamt, sehr schön, schaut mal her. Ich habe schon was Bedrucktes gefunden. Das gefällt mir gut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Tüten haben wir insgesamt. In einer sind die auseinandergebauten Minifiguren, also die muss man hier genau wie bei unseren anderen China-Herstellern wie Leppin, Rest in Peace, immer noch selbst zusammenbauen. Eine Tüte sind nur die Ketten, die ganzen Kettenglieder. Das wird ein Spaß werden. Und dann haben wir hier noch unsere Anleitung. Schauen wir da mal rein. Erstmal sehen wir die gleichen Infos und das gleiche Bild wie schon auf der Verpackung. Auf der Rückseite noch ein weiteres Bild vom Panzer. Ich war ja nie so für Kriegsspielzeug bisher, aber irgendwie hatte ich jetzt doch mal Lust gehabt, so einen Panzer mit Kettenantrieb zusammenzubauen. Also schauen wir mal. Wie wird denn hier alles dargestellt? Erstmal die Druckqualität, die sieht hervorragend aus. Wirklich ein super scharfer und hochaufgelöster Druck. Das sieht spitze aus, gefällt mir schon mal sehr gut. Und hier wird alles mit Pfeilen gezeigt, wo welches Teilchen hier hingesetzt wird. Und die verbauten Teile, hier kann man es schön sehen, die sind deutlich gedruckt und alles, was schon gebaut wurde, ist etwas verplaster dargestellt. Also ich denke, das sieht gut verständlich aus alles. Und wir haben insgesamt, spicken wir mal ans Ende, 34 Seiten und 22 Bauabschnitte bei 34 Seiten. Das ist ja interessant. Auf jeden Fall so viel zur Anleitung. Die sieht gut aus.
Was ich jetzt noch tun muss, ist alles auf meine Tellerchen hier zu sortieren, denn Bauschritte, wie gesagt, haben wir keine. Und dann legen wir direkt mal los mit dem Panzerkampfwagen 4. Und so sieht das Ganze dann verteilt aus. Die gesammelten Werke, ja doch irgendwie immer ein bisschen mehr, wie man vorher so denkt von den Tütchen. Also es werden eine ganze Menge Teile werden, die hier verbaut werden. Und wir schauen uns die mal im Detail an. Besonders fällt hier direkt mal auf diese große Platte hier. Und die ist nicht normal grau, sondern die ist in so einem Silbergrau mit ja so ein bisschen Struktur oder so ein bisschen Musterstruktur, nicht, aber so ein bisschen Muster mit drin. Sieht ganz cool aus und daraus sind auch die allermeisten anderen Teile gemacht. Kann man hier auch sehen, dasselbe Silbergrau, auch hier die normalen Steine haben das. Das sieht ja fast aus wie ja solche Druckstellen, aber das ist aus der Farbe, die da drin ist oder aus dieser Mischung. Wobei hier, nee, das ist ein echter Kratzer. Aber egal, ihr seht schon, dieses Silber, das zieht sich hier überall durch, denn ja ganz klar, der ganze Panzer wird ja silbern werden. Hier die Platte allerdings, schaut mal her. Na, die ist schon verbogen oder ein bisschen, hier sieht man es, hier steht sie hoch am Rand. Ja, so kommt die schon aus der Packung raus, aber ich denke mal, da wird ja noch einiges draufgesetzt werden. Das zieht sich dann bestimmt noch gerade. Und was wir nicht haben, wir haben hier kein Branding auf den Steinen. Also weder auf den Noppen ist irgendwas zu finden, weder hier auf den Platten als auch hier auf den normalen Steinen. Da ist also quasi ganz uneitel und ja, die schreiben da einfach mal gar nichts drauf. Haben aber sehr prägnante Gussnasen hier. Einmal hier oben kann man es sehen oder noch deutlicher hier oben an der Platte. Da sehen die auch so ein bisschen unsauber aus. Ist aber nicht weiter schlimm. Also mich stört das auf jeden Fall nicht. Ansonsten, was ich jetzt gesehen habe bisher, macht das qualitativ alles einen guten Eindruck. So auf den ersten Blick. Ich habe noch keine schlecht entkrateten Teile gesehen. Sieht alles gut aus. Auch hier die Technikpinne machen einen ordentlichen Eindruck. Ja, alles Weitere wird sich jetzt im Bauen rausstellen, Freunde. Und deswegen fange ich jetzt auch mal an. Hier mit Seite 1. Und da wird auch direkt hier die dicke, fette Platte verbaut. Wir sind mittlerweile auf Seite 3 und ich blute schon. Ja, so ein Panzerbau ist wohl ein bisschen, ja, was für harte Männer, keine Ahnung. Hab mich da irgendwo aufgeschraubt. Boah, egal. Schauen wir mal, wie weit ich hier gekommen bin. Wir haben jetzt mit der großen Grundplatte hier, ja, die Basis des Panzers soweit gebaut und die hat sich jetzt auch mit den Anbauten hier wieder gerade gezogen. Also die Wölbung, die ist weg. Wir haben hinten dran schon mal den Motor, ein 1, 2, 3, 4, 8 Zylinder, wie es aussieht, mit einem Auspuffrohr und oder na, einem Krümmer oder sowas. Auf jeden Fall, das Ding macht mir etwas Gedanken, denn ich verstehe nicht, wie es befestigt werden soll. Hier sieht man, wie der Motor gebaut wird. Das Teil wird hier angesteckt, so wie ich es hier gemacht habe. Und dann soll man es, ja, rumbiegen und im nächsten Bild ist es hier irgendwie ganz toll und munter befestigt, aber ich frage mich, woran soll ich das Teil hier befestigen? Da ist nichts, wo ich den Schlauch hier festklippen kann oder irgendwo einklippen kann. Ich kann es auch nicht so rum draufstecken, weil das passt nicht, weil da ist nur, also keine Noppe, sondern eine Negativnoppe sozusagen. Keine Ahnung, vielleicht kommt da noch irgendwas im Laufe der Zeit, dass ich das schnalle, aber bisher bin ich nicht schlau draus geworden. Dann haben wir die beiden Sitze schon für die beiden Panzerfahrer und einen Steuerknüppel angebaut. Ja, der Rest sind einfach nur Platten, Platten, Platten. Und hier haben wir schon die Aufnahmen dann für die, ja, für die Ketten, also nicht direkt für die Ketten, für die Räder, wo dann später die Ketten draufkommen. Die haben wir hier auch schon angebracht und die sind auch entsprechend dann hier beweglich. Ja, von der Unterseite relativ unspektakulär. Aber jetzt schauen wir uns mal die Minifiguren an. Die finde ich nämlich interessant. Und ich dachte mir, die sehen doch schon verdammt ähnlich nach Lego-Minifiguren aus. Schaut sie euch an. Die Beine, der Oberkörper, die Arme, das ist doch eins zu eins wie so eine Lego-Minifigur. Die Drucke, die sind nett, aber sehr basic. Also da ist nur die Vorderseite bedruckt. Auf der Rückseite gibt es keinen Druck und das bei beiden Figuren. Aber zumindest das, was aufgedruckt wurde, sieht ordentlich aus. Auch wenn die Hautfarbe hier oben in seinem Ausschnitt doch ja, sehr unterschiedlich ist von der Hautfarbe im Gesicht. Übrigens keine Wechselgesichter. Hier gibt es nur den einen Gesichtsausdruck. Aber dafür kann der Kollege hier seine Brille runterklappen. Jo, für den, naja, besseren Durchblick dann vielleicht. So, also von der Rückseite ist er, wie gesagt, nicht bedruckt, der Kollege. Und ich setze ihn einfach mal hier in seinen Fahrsitz rein. So,
dann kann er sich da schon mal etwas eingrooven. Und wir schauen mal, was jetzt hier doch die Unterschiede sind zur Lego-Minifigur. Man muss die Dinger ja komplett zusammenbauen. Und man sieht hier die Aufnahme für die Beine, die sieht ganz anders aus als die bei Lego. Also da ja, haben wir nur die beiden Plättchen hier rechts und links und damit wird das Ganze hier reingeschoben. Funktioniert gut, hält auch gut, aber ist eben anders. Außerdem haben wir noch einen Unterschied hier oben im Kopf, nämlich die Noppe, die ist ja hohl und bei Lego ist die ja gefüllt. Tja, ob das ausreicht, um dann hier quasi den Markenschutz zu umgehen, da bin ich mir nicht so ganz sicher. Da habe ich nicht so die Ahnung von, aber ich kann euch auf jeden Fall sagen, das sind die Unterschiede. Ihr seht, hier sein Kollege, der schaut etwas grimmiger, hat auch einen anderen Frontaufdruck. Auch der ist schön und sauber geraten, aber halt sehr basic, nur der Oberkörper und sonst ist da gar nichts bedruckt. So, und was ich noch dazu bekommen habe, ja, eine extra Hand, prima. Also setzen wir ihn auch mal da rein. Und ein Wort noch zu den Steinen, mit denen lässt es sich gut bauen. Sie sind allerdings knarzig, das heißt, wenn ihr die irgendwie zusammendrückt, dann, mal schauen, ob man das hören kann. Ja, das ist ein bisschen knarziger, das Ganze. Das hält gut, man muss aber stellenweise etwas ja, feste drücken. Vielleicht habe ich mir deswegen auch hier irgendwo den Daumen aufgeschratzt. Aber so von der Stabilität her ist das alles gut. Aber halt, es knarzt beim Zusammendrücken und man muss manchmal schon ein bisschen so mit ja, ein bisschen Kraft drücken. Aber soweit, alles gut, macht Spaß und ich mache dann auch mal weiter. Jetzt kommen hier ein paar Technikelemente mit dazu. Da haben wir unseren Weg zum Ziel und das auf einer gedruckten Fliese. Eine von denen haben wir jetzt auch schon verbaut in den letzten Bauabschnitten. Hier könnt ihr nochmal genau sehen, wie die aussieht. Macht einen ordentlichen Eindruck, ja, an den Rändern ein bisschen nicht ganz richtig zentriert, aber hey, beim Druck will ich mal nicht so pingelig sein. Und hier ist das Gegenstück, also die ist genau gleich gedruckt. Hier ist die aufgebracht und zwar im Cockpit. Hier haben wir den Fahrer schon sitzen mit seinem Lenkrad und das hier ist noch so, ja, so sehr wubbelig aufgehängt, sage ich mal. Das kann auch ein bisschen nach rechts und links wippen. Bin mal noch gespannt, ja, was das genau werden soll, wie hier der Mechanismus genutzt werden soll, auch mit den Zahnrädern, die wir hier noch an die Seite dran gebaut haben. Dann haben wir hier noch ein paar Lämpchen und hier die Achse, eine, die hier endet, eine, die hier komplett durchgeht bis nach hinten zu diesem Zahnrad und keine Ahnung, wenn ich da drehe, ja, viel passiert da aktuell noch nicht. Aber wird ja wohl noch kommen. Dafür haben wir ein Geheimnis gelüftet, Freunde. Der Schlauch, bei dem ich nicht wusste, wo er hin soll, ja, er hat seinen Platz gefunden. Das hätte man aber auch früher mal zeigen können, dass der später hier noch eingesteckt wird in eine Noppe. Und dann haben wir hier hinten den Abschluss. Das ist, keine Ahnung, vielleicht der Tank wird das hier werden. Auf jeden Fall haben wir das Heck hier soweit schon fertig gebaut. Hier die Seiten, die wurden auch schon etwas weiter nach oben gezogen. Ganz unspektakulär, aber ich habe noch was gesehen, von dem ich dachte, es gäbe das nicht. Denn ich habe ein Branding von Kasi auf einem Stein entdeckt. Aber... ja, auf welchem war es denn jetzt? Tja, Vorführeffekt, ich finde keinen Stein mehr mit Branding, aber ich habe einen gesehen, da stand Kasi drauf. Also unter anderem, ab und zu kommt das dann wohl doch mal vor. Was hier leider auch vorkommt, ich habe, wie es aussieht, ein Fehlteil. Und das wäre hier dieses lange Weiße, das ist ein 2, 4, 6, 8, 10er. Und ich hatte nur einen 8er gehabt, einen 8er weißen Stein, der ist hier unten verbaut. Tja, und dann haben wir hier eben zwei Noppen gefehlt. Da habe ich dann einfach hier einen Zweier genommen. Ja, wahrscheinlich wird er mir später auch irgendwo fehlen, aber solche Zweier habe ich noch genug in meiner Ersatzteilkiste. Ja, scheint ein Fehlteil zu sein, da bin ich mir auch sehr sicher, denn wir haben nur sehr wenige weiße Teile und wenn man hier alles durchsucht, dann, ja, die stechen raus. Findet man also leicht. Was mich ja auch noch stutzig macht, ist dieses ja, kleine Noppensteinchen hier, denn das muss auf einem Bauabschnitt dort aufgesetzt werden. Ich suche mal eben schnell. Und zwar hier sieht man das, ein ganz normales Noppensteinchen, das hier zwischen diese Vierernoppen gesteckt wird. Also hier haben wir die Vierernoppen, da soll das Noppensteinchen dann dazwischen gesteckt werden, das kleine, also der runde 1x1er. So, da steckt er nun und bei jedem Mal, wenn man es bewegt, ja, ist es auch wieder runtergefallen. Das hat also gar keine Klemmkraft, sondern hängt da einfach nur lose dazwischen. Bin mal gespannt, ob das irgendeinen Sinn hat, ob das noch später überbaut wird, damit sich hier irgendwas drehen kann vielleicht. Das wäre noch eine Möglichkeit, aber jetzt aktuell macht das wenig Sinn, das Ganze.
Dann haben wir hier vorne noch an der Front ein bisschen rumgebaut. Ihr seht auch, hier haben wir solche silbernen Platten, so 2x3er Fliesen hingebaut, ein paar Häkchen mit Jumperplates unten drunter. Ja, passt soweit alles ganz gut. Man muss allerdings zwischendurch schon hier ja, recht kräftig drücken, damit das alles zusammengeht. Aber wenn es dann einmal sitzt, dann sitzt es dafür auch wirklich fest. Also die Qualität der Kasi-Steine, die sind in Ordnung, würde ich mal sagen. Tja, und mehr als in Ordnung ist hier noch die Anzahl der Teile, die ich hier liegen habe. Das ist eine ganze Menge und man sucht hier mitunter auch ziemlich lange, da ja fast alles grau in grau in grau ist. Und ja, da kann man schon mal was übersehen. Nichtsdestotrotz machen wir weiter auf Seite 7. Bauabschnitt 10 ist vorbei, mit dem 11. geht es jetzt weiter und wir haben noch eine ganze Menge vor uns. An dem Bild kann ich euch gut zeigen, was wir gebaut haben. Wir haben hier diese oberen Abdeckungen gebaut, einmal auf der rechten, einmal auf der linken Seite und hier vorne diese Front. Jawohl, also wir fangen einfach mal hier mit der Front an. Und dazu kann ich noch kurz, na was hängt denn da fest, lass los. So, dazu kann ich noch kurz sagen, ihr erinnert euch an das weiße, ach Gott, dieser Stein, der hier immer wieder rausfällt, der geht mir echt langsam auf die Nerven. So, weg damit. Dieses Teil, was mir hier eben gefehlt hat, oder beziehungsweise ich hatte doch hier, Moment, ich nehme das nochmal kurz runter, dann kann ich euch das besser zeigen. Sups. Ich hatte ja hier diesen langen weißen Stein, der zu kurz war. Und dann habe ich einfach einen weißen Zweier geholt und habe den ja hier untergesetzt. Und dachte, ja, mal gucken, wahrscheinlich fehlt er ja später irgendwo. Und was soll ich sagen? Ja, er hat gefehlt. Hier habe ich jetzt einen braunen verbaut aus meiner Funduskiste. Von daher kann ich weiterbauen, kein großes Problem. Aber wir halten fest, ein falsches Teil. Dadurch hat mir jetzt das Teil hier gefehlt, konnte ich aber ausgleichen. So, das ist jetzt hier diese, ja, was will man sagen, hier diese vordere Motorhaube. Nein, es ist ja keine Motorhaube, der Motor ist hinten, aber hier das vordere Teil. Und da wurden auch die ersten Ketten verbaut. Wir haben hier 5 Kettenglieder, die hier auch nur so lose drunter liegen und sich bewegen können, die einfach nur gehalten werden durch diese Stange, die hier drüber geklippt wird. Das ist mal, ja, kreativ gelöst. Das muss ich echt sagen. Das sind dann die Ersatzkettenglieder, wie es aussieht. Und dann haben wir das hier hinten auf solchen Gelenken, also 2 Stück davon. Hier kann man schön sehen, damit man auch, wenn ich es jetzt hier wieder mal anbaue, das Ganze im richtigen Winkel positionieren kann, denn gerade würde es hier so offen stehen, aber wir wollen es ja hier geschlossen haben und dann haben wir so die Schräge erreicht. So, soweit hier zu unserem Hauptteil und dann hier kommen wir zu den Seitenteilen und die sind nett, recht nett. Hier unten haben wir, ihr seht, Platten in verschiedenen Größen oder verschiedenen Längen besser gesagt, immer 4 Noppen breit, dann mal 8, mal 10 und hier haben wir noch so eine, ja, ein Gelenk dran, denn das wird hier hinten das Schutzblech der Kette, also dass hinten nicht so viel Schlamm rausspritzt. Dann haben wir hier noch einen Schlauch reingeklippt und ja, massig mit Fliesen gearbeitet, 2x4er und dann noch die schmalen Fliesen. Und hier ganz vorne haben wir nochmal ein Lichtchen angebracht. Ja, ein gelbes, stellt scharf, ein gelbes Lichtchen. Das sind die, die man hier vorne sehen kann. Und die Seiten unterscheiden sich auch. Das hier ist die linke Seite aus Fahrersicht. Das hier ist die rechte Seite. Die ist etwas interessanter. Auch hier Platten, 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 Platten. Dann haben wir hier eine Antenne, das Lichtchen und hier ganz lustig gebaut. Ja, seht ihr das hier? Das ist eine Box, eine kleine Kiste und die kann man auch öffnen und ja, da liegt sogar was drin. Was ist denn das? Ein Lichtschwertgriff, würde ich mal fast sagen. Ich habe mich eben schon gewundert beim Bauen, wieso ich hier ein loses Teil reinlege, denn da habe ich noch gar nicht erkannt, dass das hier eine Kiste wird. Aber jetzt, ja, Klappe zu und dann haben wir unser Ersatzteil oder was auch immer das genau darstellen soll, dann ratzfatz griffbereit. So, also so viel haben wir jetzt hier fertig gebaut. Im nächsten Schritt werden die Seitenteile dann auch schon hier angebracht. Probieren wir das doch mal eben. Ich lege mal eins hier an und dann wird es hier ein bisschen angedrückt. So, mal ganz provisorisch. Und dann kann man schon sehen, was hier an Breite noch dazu kommt. Ja, da gucken die Kollegen schon ganz schön angriffslustig. Also, da kommen dann später auch die Ketten drunter. Und diese kleinen Laufräder, die wir hier gebaut haben, das sind die Teilchen hier oben.
Ja, zumindest kommen die noch damit drauf. Und das ist dann der obere Teil, wo die Kette drüber geführt wird. Und hier unten drunter kommt dann natürlich noch hier die größeren Walzen, die größeren Felgen, wo auch die Ketten dann drüber laufen. Da bin ich echt mal gespannt, vor allem ob der auch gut rollt hinterher. Also ich bezweifle es ein klein wenig, zumindest auf glatten Flächen, aber wir lassen uns überraschen. Ich will gar nicht zu weit vorgreifen, von daher, ich baue mal weiter.